Also die Akzeptanz am Thema E-Book steigt deutlich. Das ist in neuen Marktzahlen zu entnehmen. Auch die Zahl derer, die prinzipiell eher das Printprodukt bevorzugt, sinkt. Der Trend geht eigentlich eher dahin, beide Produkte adäquat zu nutzen. Und interessanterweise, die Nutzungsorte sind, was jetzt das Digitale, das E-Book angeht, primär im mobilen Bereich, also auf Reisen zum Beispiel, wo zum Beispiel einfach der Platzvorteil, der Gewichtsvorteil des E-Readers einen eindeutigen Vorteil hat. Aber auch ich sage mal, der klassische Leseort, das Schlafzimmer wird immer mehr erobert vom E-Book, vom E-Reader, während die ansonsten klassischen Leseräumlichkeiten, wie zum Beispiel Garten, Balkon oder Sofa, noch paritätisch zwischen E-Book und gedrucktem Buch aufgeteilt sind. Aber generell ist der Trend hier ganz klar, dass die Akzeptanz des E-Books zunimmt. Das Angebot der Verlage hat deutlich zugenommen an E-Books. E-Book ist jetzt bei vielen Verlagen auch integraler Bestandteil der technischen Workflows. Das heißt, Print wird genauso wie E-Book teilweise auch zeitlich recht nahe beieinander angeboten. Das wirkt sich auch in den Umsatzzahlen aus, die für 2012, man kann sagen, eigentlich an der 10%-Marke recht nahe dran sind, mit 9,5% Umsatzanteil. Hier schlagen sich auch die Investitionen in entsprechenden Erlösen nieder. Von der Segmentierung der Verlage ist es so, dass die Publikumsverlage einen immer größeren Anteil der Verlage im Gegensatz zu den Fachverlagen einnehmen. Früher hatten eher die Fachverlage hier den eigentlichen Schwerpunkt. Die Sortimenter haben eigentlich ihre Aufgaben gemacht. Also ein sehr großer Anteil der Sortimenter führt inzwischen E-Reader im Angebot, 2/3 in 2012. Auch in E-Books wird investiert. E-Books werden versucht zu verkaufen. Allerdings muss man dazu sagen, hier sind die Zahlen eher rückläufig, nicht ganz so positiv, wie man das in der Vergangenheit erwartet hat. Zurückgeführt wird das Ganze ein Stück weit auf die geringe Nachfrage seitens der Kunden des Sortiments, weniger aufgrund des Angebots, das ja vorhanden ist.